In diesem Video geht es um Wassermethanol-Einspritzung. Wofür man die braucht, was die machen und welches Kit das Richtige für euch ist, erkläre ich euch jetzt. Jeder von euch kennt das vielleicht, wenn er mal nach einer langen Disco-Nacht mal morgens unterwegs ist oder in der Tat mal früh aufsteht. Diese Morgenen, wo es ein bisschen dämmerig, kühle Luft ist, so leichte Feuchtigkeit in der Luft und dann geht die Karre einfach besser. Ganz oft hört man das, ja, die Luft ist kühl, heute geht mein Auto richtig gut, weil die Luft kühler ist und einen gewissen Feuchtigkeitsanteil in der Luft hat. Und dieser Feuchtigkeitsanteil sorgt dafür, dass bei heißer Luft die Wärme entzogen wird. Also feuchte Luft kühlt praktisch Wärme weg oder nimmt Wärme aus der Luft heraus. Man spricht ja auch von Verdunstungskälte. Das könnt ihr euch gut vorstellen, wenn ihr aus der Dusche kommt, noch nass seid, die Haut trocknet und ihr dabei anfangt zu frieren. Die Wassermethanol-Einspritzung macht genau das Gleiche. Die Wassermethanol-Einspritzung spritzt Wasser oder auch Wassermethanol-Gemisch in die verdichtete Luft, also die Luft hinterm Turbolader vor der Drosselklappe ein und sorgt dafür, diese Luft weiter runterzukühlen, also noch weiter als der Ladeluftkühler sie runterkühlt. Eingespritzt wird dabei mit Druck, das heißt ein ganz fein verstäubtes Wasser, also kein, man darf sich das nicht vorstellen, wie ich drehe den Wasserhahn auf und haue jetzt Wasser in den Motorraum rein. Nein, es ist ein ganz feiner Wasserdampf und dieser feine Wasserdampf, diese Partikel entziehen der Luft die Wärme und auch teilweise Schmutzpartikel sorgen dafür, dass der Brennraum sauberer wird und insgesamt der ganze Brennraum kühler ist und damit einfach mehr Leistung zustande kommt. Dass das Ganze im Zweiten Weltkrieg erfunden wurde bei den Flugzeugen und so weiter, das lasse ich jetzt einfach mal dabei sein und wir reden einfach nur davon, dass es mehr Leistung bringt. Erwiesen ist es über Jahre und funktioniert super gut. Der Hersteller, den wir dabei zur Auswahl haben, ist Snow Performance. Snow Performance kommt aus den USA und die machen unserer Meinung nach und unserer Erfahrung nach die besten Kits dafür und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auch nur auf diese Kits, in welchen Varianten es die gibt und wo die Unterschiede sind. Die Wassermethanol-Einspritzung kann man prinzipiell in zwei Varianten benutzen. Das eine ist, ich kühle einen Ladeluftkühler von außen, das heißt, ich mache den nass, dadurch hat er eine höhere Kühlwirkung, oder ich spritze halt Wassermethanol oder auch nur Wasser in den Brennraum ein. Die Frage Wassermethanol oder nur Wasser ist ein bisschen komplizierter. Fakt ist, mit Methanol kühle ich den Brennraum auf jeden Fall besser und erhöhe die Verbrennbarkeit des Gemischs. Nur Wasser funktioniert genauso, weil es ist schwierig, an Methanol ranzukommen. Ganz oft kommt die Frage, wo kriege ich Methanol überhaupt her? Snow Performance liefert hier mit dem Einbauset auch ein schönes Verzeichnis, in welchen Ländern, über welche Bezugsquelle man an Methanol oder man kann auch sagen Alkohol kommen kann und in welchen Varianten das dann irgendwo zu beziehen ist und zu mischen ist etc. Darauf gehe ich gar nicht groß weiter drauf ein. Wichtig ist, ihr habt eine Bezugsquelle in der Anleitung von Snow Performance. Für die Variante außen auf dem Ladeluftkühler reicht Wasser auf jeden Fall. Brennraum empfehle ich Wassermethanol. In der Stage 1 Variante gibt es nur die Variante Einschalten und Ausschalten. Dafür ist dort enthalten ein Ladedruckschalter und über den wird dann einfach gesagt, bei Ladedruck X schaltet sich das System ein, wird der Ladedruck wieder unterschritten, schaltet es sich aus. Es gibt keine Anpassung in der Kurve oder irgendwas, einfaches System für den Einstieg. In der Stage 2 Variante wird das Ganze geregelt über ein Steuergerät, welches nicht ein- und ausschaltet, sondern welches mit steigendem Ladedruck die Einspritzung anhebt und mit fallendem Ladedruck die Einspritzung wieder absenkt. Und dazu gibt es dann noch ein kleines Modul und eine Anzeige, womit ich vom Innenraum aus einstellen kann, bei welchem Ladedruck das System ein- und ausschalten soll und welchen Modus ich fahre. Und ich kann es halt komplett ein- und ausschalten, wenn ich möchte. Kabel, ganz wichtig, immer Kabel dabei. Davon die Steigerungsform, habe ich jetzt nicht hier, sondern blenden wir einfach mal ein, ist ein Rundinstrument und das ist enthalten in dem PowerMax-System. Das PowerMax ist, ich sage jetzt mal, eine super Steigerung von der Stage 2 und kann auf diesem Rundinstrument unter anderem anzeigen den Füllstand des Tanks, während in dem Stage 2 nur eine Warnlampe ist, falls der Tank leer ist. Es kann anzeigen den Modus. Und es hat Warnfunktion, wenn mal die Pumpe ausfällt und gar nichts fördert oder der Tank leer ist etc., werdet ihr auch noch gewarnt, wenn irgendwas los ist. Und zudem kann das Stage 2 PowerMax auch noch ein Dual-Stage-Düsensystem. Das heißt, man kann bei verschiedenen Stufen verschiedene Düsen ansteuern, also zwei Stufen ansteuern. Eine Stufe bei 0,5 Bar, eine Stufe bei 1,5 Bar oder wie auch immer. Das ist nur mit dem PowerMax-System möglich. Zudem gibt es dann noch die TD-Varianten, speziell für die Dieselfahrer.
Für V-Motoren und Motoren mit viel Leistung gibt es dann nochmal ein Dual-Düsen-Upgrade. Nicht zu verwechseln mit dem Dual-Stage-Upgrade. Stage heißt Stufe, also Dual-Stufe heißt in zwei Stufen schalten. Dual-Düsen-Upgrade heißt zwei Düsen parallel befeuern. Das ist bei Fahrzeugen mit viel Leistung ganz sinnvoll, dass man zum Beispiel vorm Ladeluftkühler schon mal einspritzt und die Luft kühlt und dann nochmal nach dem Ladeluftkühler. Oder bei V-Motoren zeitgleich an zwei Stellen, also zwei Drosselklappen und zwei Einspritzpunkte mit der gleichen Füllmenge. Das Dual-Düsen-Upgrade sieht dann so aus, dass es ein T-Stück gibt, was die Leitung, die vom Tank kommt, nochmal verteilt. Und entsprechend sind dann zwei Düsen dabei. Die absolute High-End-Variante, würde ich jetzt sagen, ist dann die Stage 3. Ich kann da zum Beispiel sagen, dass die Einspritzung des Wassermethanols nicht nur abhängig vom Ladedruck erfolgen soll, sondern auch abhängig von der Taktung der Einspritzdüsen. Also ich habe einfach viel mehr Einstellmöglichkeiten in der Stage 3-Variante. Bei den Stage 3 Kits könnt ihr dann noch entscheiden, ob ihr einen Direkteinspritzer habt oder einen klassischen Saugrohreinspritzer. Danach entscheiden sich die Kits, da bitte aufpassen. Für die Dieselfahrer in der Stage 3 ist es zudem möglich, anhand der Abgastemperatur die Einspritzung zu steuern. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Ich hoffe, ich habe euch damit weitergeholfen. Ihr könnt euch entscheiden, welches Kit ihr braucht. Und wenn ihr weiterführende Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare oder schreibt uns direkt an. Wir helfen euch gerne weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos auch mal anschaut zum Thema Motorentuning und Co. Vielen Dank.